Hallo Freunde, herzlich willkommen. Ja, ich habe mir mal fängt gut an, ne? Ich muss mich direkt wieder räuspern. Ich habe mir mal einen Klassiker rausgesucht, und zwar in der Remastered-Version. Ihr habt es ja eben schon gesehen. Day of the Tentacle, ein sehr, sehr geniales Spiel, zumindest damals. Und ich glaube auch heute, muss ich sagen, also damals 1993, also jetzt schon eine ganze, tatsächlich schon ziemlich alt mit 23 Jahren. Moment, habe ich mich jetzt verrechnet? Nein, 23 Jahre, tatsächlich, ja. Ich muss auch sagen, ich glaube auch heute ist der Witz von diesem Spiel immer noch ungebrochen. Also zumindest jetzt mal abgesehen von vielleicht anderen LucasArts Adventures, aber auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Möchtest du die... Achso, und ich wollte gerade sagen, wir sollten eigentlich auch langsam mal anfangen. Nein, die Entwicklerkommentare werde ich nicht aktivieren, auch wenn die bestimmt cool sind. LucasArts Entertainment Company. Ja, ich sagte ja schon, der Spielwitz, ne? Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Ich fühle mich großartig, smarter, aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich. Ich finde diese Tentakel so geil. Als könnte ich. Erobern. Es war einfach nur so grandios. Das war damals schon so grandios. Ach, tut mir leid. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Wern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sitzierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Wern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Stand da übrigens tatsächlich. Und früher konnte man das gar nicht lesen. Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Ja, aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Genau, im Englischen Maniac Mansion der erste Teil der beiden Spiele. Und es ist einfach nur grandios. Im Übrigen, das Spiel hatte ich. Ich weiß nicht, ob es damals schon eine erweiterte Version gab oder eine CD-Version. Aber das hatte damals auch schon Sprachausgabe. Und es war sehr, sehr cool. Nee, das Original kann es nicht gewesen sein. Aber ich glaube, es gab später noch für Windows eine Version, die hatte Sprachausgabe. Es war da, glaube ich, die CD-Version. Die habe ich damals gespielt, weil 93 war ich ja selber erst 14, na, 13, 14 rum. Obwohl, ne, könnte schon sein. Ich liebe dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, an wie viel ich mich noch erinnere von früher. Weil ich habe das tatsächlich damals... Das heißt, gesuchtet, aber mehr als einmal durchgespielt. Maniac Mansion leider nie. Maniac Mansion war mir immer ein bisschen zu schwierig. Da habe ich es dann... das habe ich dann halt mal probiert. Aber bei Maniac Mansion gab es eben die Möglichkeit zu scheitern.
und scheitern hieß in dem Fall Spiel neu anfangen. Nein, wenn man ein Safe-Game hatte natürlich nicht, aber das Problem war dann, wenn man ein Safe-Game hatte und da quasi der Fehler schon begangen wurde, dann konnte man das auch nicht wieder gut machen. Ich frag mich gerade, wie lang das Intro ist. Ich weiß es nicht mehr. Die Kuh. Ach, wie schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe Angst, dass ich heiser werde von dem ganzen okay, Lachen. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Togi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Ja, so muss das sein. Erstmal. Was suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Ich will nicht, dass die Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Tja, dann müssen wir das wohl finden. Ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Ja, wenn es kein Geheimlabor wäre, dann würden wir es wohl auch nicht finden. Wenn es kein Geheimlabor wäre, dann wüssten wir, wo es ist. So rum, meine Güte. So, dort Steuerung, bewegen, bestätigen, Verbauswahl öffnen, Inventar öffnen. Okay, ich brauche die Tastatur vielleicht doch mitunter mal. Kann ich hier eigentlich auch? Nee, schade, hier kann man. Oh doch, Moment, hier geht's ja noch weiter. Steuerung. Achso, Menschensteuerung. Okay. Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht hier irgendwie, also, Inventar. So, das Aushilfegesuchtschild. Ich weiß, dass wir es mitnehmen müssen. Assistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Ich glaube übrigens, dass. So, das nehmen wir mal mit. Ich glaube übrigens, die Sprachausgabe ist nicht wirklich überarbeitet. Da ist sehr starkes Rauschen drin. Das ist mir gerade aufgefallen. Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Können wir den vielleicht auch mitnehmen? Okay. Was? Chuck die Pflanze. Da ist die Tür, da kommen wir raus. Da oben klebt Plastikkotze. Achso, ich kann hier übrigens auch Shift drücken. Dann sieht man aber andererseits. Naja gut, ich muss es mir mal merken. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal. So, wir haben hier einen Groschen, den nehmen wir natürlich mit. Also in alter Point-and-Click-Adventure-Manier. Alles, was man mitnehmen kann, nimmt man mit. Den Groschen bräuchten wir wohl wahrscheinlich auch noch irgendwie. Die Frage ist nur, wie kommen wir da dran? Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Was? Das ist Ronny. Kann ich das so mitnehmen? Es klebt am Boden fest. Oh nein! So, wir gucken uns mal Chuck die Pflanze an. Ein gartenbaulicher Albtraum. So, da hinten ist Laverne. Ich weiß nicht, sollen wir hier einfach mal die Tür aufmachen? Ich glaube, wir probieren das mal. So, wir haben ein Telefon, Schweizer Sparbuch, Familienfotos, ein Bild. Wir haben eine Schublade, die können wir bestimmt... nein, öffnen wollte ich die. Tipp X nehmen wir mit. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Ja, das ist doch gut. Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Hat er das gerade eingepackt? Tatsächlich hat es eingepackt. Was haben wir denn hier noch? Den Kalender. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Was wird das wohl für ein Film sein? Können wir den vielleicht einstecken? Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Ah, okay, er braucht's nicht. Das Bild weiß ich noch, da war irgendwas dahinter. Der Tresor. Okay, na, den sehen wir jetzt leider nicht. Was haben wir denn hier für Familienfotos? Die gucken wir uns auch lieber mal an. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Oh mein Gott, ich sollte dran denken, bei diesem Spiel nicht unbedingt zu trinken zwischendurch. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Ich glaube, das liegt nicht am Video. Mit dem Telefon wüsste ich jetzt nicht,
was wir machen sollten. Eine Pendeluhr. Ich glaube, die konnten wir auch aufmachen. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Ja, das ist wirklich zu einfach. Wir wechseln mal... Wie? Nein, du sollst da noch nicht rein... Nein, du sollst da doch noch nicht reingehen. Oh. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Dr. Ed. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Ah, der heißt Bernhard, nicht Bernhard. Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Oh, da fehlt aber noch so ein Geräusch. Das haben die, glaube ich, früher gemacht. Jetzt erinnere ich mich. So ein bisschen wie so ein Saugnapf. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ah, da ist es. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Ja, das wird harmlos sein. Verdammter Mist! Dr. Fred! Fred hieß er Was ja und nicht Was hast du Ed. Diesmal wieder gemacht, Fred du Edison. Neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Popo Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Oh je, das kann nur schief gehen. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Oh oh, ob das so eine gute Idee ist? So weit, so gut. Ja, immerhin sind alle schon mal weg, ne? Und sind nicht vor Ort explodiert. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Die ist so fertig, einfach nur. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Mhm. Schließlich ist er ein Doktor. Mhm. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich wusste es. Die Musik ist so geil, die war schon damals so cool. Ich feier die so. So, und da sind wir auch schon angekommen. Hoagie ist in einer anderen Zeit. Laverne auch. Tja, und Bernhard ist wohl im Klo gelandet. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft.
Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Ja, so, können wir die Steuerung übernehmen? Warum ist das auf einmal so groß geworden? Also wir müssen die Pläne finden. Hallo? Nee, ich will vielleicht habe ich sie oben. Ja, geh du mal suchen und wir das gucken uns... Das ist es! Sie sind oben! Ja, dann gucken wir uns hier mal um. Vielleicht müssen wir die Pläne aber auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft suchen. Wir wissen es wohl eher in der Zukunft. So, da, guck mal, da haben wir ein Papier am schwarzen Brett. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Moment. So, dann nehmen wir die doch mit. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Wie kommt der auf einmal da hin? Genialen Superbatteriepläne, bitte. Bitte. Die Stimme, ich finde den so cool, den Doktor. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Ja! Nein! Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes ich finde das einfach nur so grandios. Kann ich kann gar nicht. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred, können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob, wie hieß er, noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Fred? Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Schön. So, jetzt können wir zu Bernhard wechseln. Die Pläne für die Superbatterie haben wir. Stark. Die alten Toiletten. Aha. Kumquats. Ich wüsste gerne, was auf seinem T-Shirt draufsteht. So, also, wir müssen mit ihm hier wie heißt das? Weg. So, wir müssen... Oh. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Ach, schön. So, Freunde, ich würde sagen, wir haben es für heute mal wieder geschafft. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich werde es definitiv durchspielen. So viel verrate ich jetzt schon. Nee, warum sollte ich das auch abbrechen?
Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Day of the Tentacle und dann werden wir mit Hoagie die Vergangenheit unsicher machen und mal gucken, wie es mit Bernard weitergeht. Prost! So, das war dann wohl das Wort zum Sonntag oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!